Guten Abend allesamt. Sie sagen sich, grillen und baden kann ich auch morgen noch, wie recht Sie haben, dass Sie heute hier sind. Ich heiße Thomas Schlickenrieder, bin Geschäftsführer der Stiftung Elternsein und heiße Sie herzlich willkommen zu einem weiteren Talk hier im Kulturpark in Zürich. Wir sprechen heute über Erziehung und wie dieses große und ambitiöse Vorhaben gelingen könnte. Wir stellen Ihnen eine geballte Ladung an Wissen und Erfahrung zu diesem umfassenden Thema zur Verfügung, und zwar in Form von hochkarätigen Experten, die unser Moderator, nämlich der Chefredaktor des Schweizer Elternmagazins Fritz und Franzi, jetzt dann gleich auf das Podium bieten und begrüßen wird. Wenn ich den Begriff Erziehung google, erhalte ich 37,7 Millionen Ergebnisse. Der Computer hat dafür 0,45 Sekunden gebraucht, der PC ist also ein ziemlich effizienter Mitarbeiter. Wenn ich den englischen Begriff Education google, erhalte ich 5,9 Milliarden Ergebnisse. Man kann daher feststellen, Erziehung, in welcher Sprache auch immer, ist ein Riesenthema. Zum Vergleich, der Begriff Car, Auto, bringt es auf etwas über 10 Milliarden Ergebnisse. Und das ist nun wirklich ein Megathema. Alle Eltern wissen es. Kinder zu erziehen ist wahrscheinlich der schwierigste Job im Leben eines Menschen. Und da wir alle Individuen sind, nämlich Mutter, Vater, Kind, Lehrpersonen etc., ist auch die Erziehung eine höchst individuelle Angelegenheit. Und das macht es natürlich nicht einfacher. Wieso erzähle ich Ihnen das? Sie werden in nächster Zeit vielleicht auf eine Kampagne der Stiftung Elternsein stoßen. Damit sensibilisieren wir alle Eltern, sich auf Elternbildung einzulassen, sich hinsichtlich ihrer elterlichen Kompetenzen weiterzubilden und sich in erzieherischen und schulischen Fragen fit zu machen. Sie mögen sich vielleicht sagen, ja, das sei ja selbstverständlich, Sie sind ja schließlich hier. Es gibt jedoch leider nach wie vor viele Eltern, die ihre Kinder zwar genauso lieb haben, wie sie ihre Kinder lieben, darum geht es überhaupt nicht, aber sie konzentrieren sich einzig auf ihre mütterlichen oder väterlichen Instinkte, vertrauen darauf und belassen es dabei. Vielleicht so, wie sie ihre Eltern und ihre Großeltern bereits gemacht haben. Aber wenn sich das wirtschaftliche, soziale und auch gesellschaftliche Umfeld in den letzten Jahren deutlich verändert hat, stehen heute auf dem elterlichen Jobprofil ein paar Skills oder Kompetenzen mehr als früher. Fähigkeiten, welche von außen zugeführt und entwickelt werden müssen, dass sie sonst fehlen. Und zwar deshalb, weil die technische Revolution schneller voranschreitet als die menschliche Evolution. Mit dieser Kampagne möchten wir alle Eltern motivieren und dafür gewinnen, sich in erzieherischen und schulischen Fragen weiterzubilden. Wenn Sie also eines unserer Sujets sehen, dann wissen Sie jetzt, dass es nicht einfach ein Zeitvertreib unserer Stiftung ist, sondern die Konsequenz einer Analyse unserer Leserinnen, Akteure, User etc. Wir möchten, dass alle Eltern sich aktiv um Elternbildung bemühen. Denn Kinder brauchen starke Eltern, ich sage das bei jeder Gelegenheit, aber es ist halt so. Und Stärke erwirbt und erwirkt man durch Wissen und Kompetenzen. Gut. Diese Veranstaltung wird wiederum live übertragen auf unsere Facebook-Seite. Bei Workshops in Schulklassen sind wir da jeweils vorsichtig mit dem Filmen von Kindern. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass das bei Ihnen kein Problem ist, wenn Sie allenfalls auf den Film geraten, oder wenn es das Personen gibt, die das lieber nicht möchten, dann müssen Sie sich jetzt melden, dann können wir Ihnen einen Hut verpassen oder sonst wie Sie auszeichnen. Gut, dann gehe ich davon aus, dass Sie da kein Problem haben damit. So, jetzt geht es zur Sache. Die Veranstaltung dauert bis ca. 21.30 Uhr. Danach sind Sie wieder alle herzlich eingeladen zu einem Schlummertrunk mit Beilagen, und zwar hier raus, wo Sie reingekommen sind. Nach rechts, 10 Meter wieder rein, dort ist das Restaurant Lili Joe. So, nun übergebe ich unserem Chefredakteur Nick Niethammer und seinen Gästen ganz herzlichen Dank Ihnen und einen interessanten, erkenntnisreichen Abend. Danke. Thank you.
Es gibt keine andere vernünftige Erziehung als Vorbild zu sein, wenn es nicht anders geht, ein abschreckendes. Das hat der Albert Einstein gesagt vor einiger Zeit. Und das zweite Promo, das zweite Zitat möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Es stammt von Karl Valentin. Es hat keinen Sinn, Kinder zu erziehen. Sie machen sowieso alles nach. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dem Talk im Kulturpark, zu einem Thema, das uns alle umtreibt, das mit Kindern zu tun haben, nämlich zum Thema Erziehung. Und ich wünsche mir nichts mehr, dass wir heute Abend miteinander ins Gespräch kommen und dass Sie nach 90 Minuten mit vielen inspirierenden Ideen und Ansichten und Einsichten wieder heimgehen. Und ich lade Sie herzlich ein, dann auch Fragen zu stellen, den Expertinnen und Experten, auch den Zuschauerinnen und Zuschauern daheim, die uns über Facebook verfolgen, haben die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen. Ich möchte Ihnen gerne meine Gäste vorstellen. Also, bei uns ist Evelyn Hippeli. Evelyn Hippeli ist Medienpädagogin, Kommunikationswissenschaftlerin und Dozentin an der PH in Zürich. Sie ist verheiratet, Mutter von 3 Kindern im Alter von 3 bis 9 Jahren. Sie ist Medienpädagogin und setzt sich ein für eine unverkrampfte Haltung gegenüber Smartphone und Co. Und Evelyn Hippeli hat 4 Kinderbücher schon geschrieben, wo Kinder den Umgang mit Medien sollen erleichtern. Evelyn Hippeli sagt, ich zitiere, ich rate davon ab, das Handy der Kinder zu kontrollieren. Das ist ein zu starker Eingriff in die Privatsphäre. Bei uns ist Caroline Merki. Sie ist Familienberaterin und Leiterin von Family Lab Schweiz. Sie ist verheiratet, Mutter von 3 Teenagern. Zu ihrem heutigen Beruf ist sie gekommen über eine ehemalige Arbeitskollegin, wo sie auf ein Buch aufmerksam gemacht hat, vom Jesper Juhl, vom dänischen Familientherapeut. Und das war für sie wie eine Erleuchtung, das Buch. Sie hat darauf aber alle Bücher von Jesper Juhl gelesen und hat befunden, was er sagt, das macht so viel Sinn, ich möchte noch mehr wissen über den Mann. Sie hat sich dann von Jesper Juhl ausbilden lassen und leitet seit 9 Jahren das Schweizerische Family Lab Office hier in der Schweiz. Und sie beratet Familien, hält Vorträge und bietet auch Ausbildungskurse an. Caroline Merki sagt, wenn die Kinder streiten, ist das ein Kompliment für die Eltern. Darüber werden wir dann noch mal reden. Heute. Bei uns ist der Philipp Ramming. Er ist Präsident von der Schweizerischen Vereinigung für Kinder- und Jugendpsychologie und Fachpsychologe für Kinder- und Jugendpsychologie. Er ist Vater von 2 Söhnen, er lebt in Bern und ist bei der Berner Erziehungsberatung tätig. Der Philipp Ramming sagt, Erziehung ist kein Wohlfühlspar, sondern harte Arbeit. Und schließlich große Freude, dass der Alan Guggenbühl bei uns ist. Er ist einer der bekanntesten Psychologen. Er ist Psychotherapeut mit eigener Praxis und Experte für Jugendgewalt. Er ist in den USA und in Zürich aufgewachsen und Vater von 4 erwachsenen Kindern. Er ist eigentlich gelernter Primar- und Reallehrer, hat sich dann auch später mal noch zu einem Gitarrist ausbilden lassen, hat aber dann verzichtet auf eine Musikkarriere, hat stattdessen Psychologie studiert und 1995 das Institut für Konfliktmanagement in Zürich gegründet. Der Alain Guggenbühl hat zahlreiche Publikationen zu Gewalt und Aggression unter Kindern verfasst. Und er sagt, Eltern wollen es allen recht machen und schießen übers Ziel hinaus. Das ist ein Phänomen, das zugenommen hat. Philipp Ramming. Unter Älteren gibt es so eine Faustregel und die lautet, also bis 12 ist alles möglich. Bis 12 kann man Vorbild sein, erziehen, Grundwert vermitteln und die Erziehung fällt auf fruchtbaren Boden. Und ab 12 ist es eigentlich gelaufen, da kann man nur noch hoffen, dass die Basis stabil ist und das Wesentliche hängen geblieben ist. Ist das tatsächlich so? Ist es mit 12 gelaufen mit der Erziehung? Ja, was man dann machen muss, ist, man muss ein Konto eröffnen und schauen, dass eine Wohnung findet. Und, so, oder? Nein, ist ein Blödsinn, so etwas. Weil eigentlich ist schon mit 7 Jahren gelaufen. Nein, jetzt. Ja, oder? Das ist, die Frage ist,
ob man redet von Beeinflussung oder von, dass sie einem als Vorbild nehmen. Es kommt ein bisschen darauf an, was man unter Erziehung versteht. Wenn es einfach heisst, man tut sie formen, dann ist, wenn sie klein und ohnmächtig sind, ist einfacher, als wenn sie grösser werden und sich können wehren. Aber es ist einfach, es ändert sich etwas, es ändert sich etwas, mit dem Alter ändert sich etwas Wesentliches, nämlich das Vis-à-vis, oder von kleinen Kindern, die einen bewundern, werden sie zu einem Vis-à-vis von einem challengen. Und das Challengen macht dann nachher, dass man das Gefühl hat, jetzt ist alles, jetzt kann man nichts mehr erreichen. Ich denke, das Problem liegt mehr dort im Gefühl von den Eltern, dass es jetzt schwieriger geworden ist. Wenn es darum geht, eben alle gucken, Grundwerte zu vermitteln, wie Respekt oder wie andere Grundwerte, was würden Sie sagen? Ab wenn, bis wann ist das möglich? Und ab wann fällt es nicht mehr auf fruchtbaren Boden? Also ich würde schon sagen, ich meine, ab 12 oder vor Pubertät verändert sich Beziehung. Oder? Und vorher sind viele Kinder noch einsichtig, wie der Philipp beschrieben hat, hören und so. Und nachher kommt man erzieherisch nicht mehr so mit Einsicht voran. Man sagt, ja, du musst doch einsehen. Also, nein, ich muss es nicht einsehen. So ein bisschen, also, und das ist natürlich etwas, was verunsichert. Und wenn man natürlich die Vorstellung hat, dass man erzieht, vor allem auf Gespräch, auf quasi Konsens, dann muss man sagen, ist die Erziehung fertig. Aber es gibt andere Formen von Auseinandersetzung. Man darf nicht vergessen, viele Kinder tun sich integrieren in Wert, übernehmen die Wert über Widerstand und nicht über Zustimmung. Aber wenn man die erzieherische Vorstellung hat, man muss alles über Konsens machen, dann wird man frustriert, wenn die Kinder so 12, 14 sind. Weil sie wollen etwas anderes machen, sie müssen aber auch, weil sie einen eigenen Weg suchen und sich selber entdecken. Man darf nicht vergessen, Kinder werden nicht älter, sie werden desto ähnlicher von den Eltern. Sondern zuerst sind sie ganz nahe bei den Eltern, orientieren sich, müssen sich zum Überleben. Aber mit der Zeit fangen sie sich so ein paar wegzuentwickeln. Und das führt natürlich dann zu mehr Spannungen. Evelyn Hippel, Sie haben Kind zwischen 3 und 9 Jahren. Funktioniert das noch, die Vorbildfunktion? Oder gibt es da auch schon andere Tendenzen, die Sie feststellen? Also die Vorbildfunktion fängt ja immer dort an, dass man sich selber ein bisschen am Knick nimmt und auch selber merkt, was man vielleicht nicht ganz so optimal macht. Und das ist ja nichts Lässiges, zu merken, dass man selber etwas nicht so gut macht. Ich rede jetzt natürlich vor allem aus der medienwissenschaftlichen Perspektive, dass ich zum Beispiel als Mami auch mal merke, oh, jetzt bin ich da mit dem Kind am Lego spielen und gleichzeitig schaue ich da ins Tablet rein und mache da Löschshop oder so. Und das Kind kommt das mit über, also wäre es vielleicht schlauer, dass ich das auf die Seite lege zum Beispiel. Und ich merke jetzt das schon, dass das stimmt, was ich da gehört habe. Vor allem bei den Ältesten, die 9,5 ist, also da fangen schon recht grosse Diskussionen an. Also um Konsens geht es da nicht unbedingt, aber das ist ja auch nicht unbedingt, was man als älterer Teil sucht. Man möchte ja eine Gesprächskultur aufbauen, oder ich als älterer Teil möchte eine Gesprächskultur mit meinem Kind aufbauen. Und das noch während der Zeit, wo es sich wirklich gerne auch mit mir unterhalten. Also wenn man dann mit 18 mal anfängt, über das Handy zum Beispiel reden, dann ist es ein bisschen spät. Also das ist genau das, Erziehung und dann Beziehung und über was will man dann auch welche Themen angehen. Und nein, es ist absolut so. Es ist keine Wohlfühlsache immer, aber es ist auch sehr, sehr spannend. Ich habe etwas Interessantes gelesen. Es hat jemand gesagt, Eltern geben sich heute so viel Mühe, wie noch überhaupt nie zuvor, und trotzdem nehmen die Probleme immer mehr zu mit Kindern. Hat jemand eine Erklärung für das Phänomen, warum das so ist, Caroline Merki? Warum gibt es heute mehr Probleme mit Kindern, obwohl sich die Eltern so furchtbar Mühe geben, sich ja auch weiterbilden, bei dir unter anderem, oder auch indem sie einen Elternratgeber lesen, Bücher lesen, und trotzdem nehmen die Probleme zu. Woran liegt das? Also was sie viel beobachten, ist, dass sie sich selber gerade in Frage stellen, wenn etwas nicht so funktioniert, wie sie es gerne hätten oder wie es schön wäre, dann machen sie ja etwas falsch. Weil bei den anderen geht es ja, oder bei der Mehrheit geht es, oder im Buch steht es ja, so ist es, so wäre der richtige Weg. Und da erlebe ich viele Eltern, die einfach die Messlatte so hoch haben. Sie meinen wirklich, sie müssen es gut machen oder perfekt machen. Und für mich ist eigentlich viel wichtiger eben dass der Dialog oder wie geht man mit diesen Konflikten um, weil die kann man nicht vermeiden. Und für mich ist Beziehung eigentlich Andersartigkeiten respektieren. Und das ist für mich bei den Kindern nicht anders als bei meinem Partner oder Partnerin. Also über den Druck müssen wir unbedingt reden, Philipp Ramming. Woher kommt der Druck, der heute auf die Eltern lässt? Ist der selber gemacht, hausgemacht, oder kommt der von außen, von der Öffentlichkeit, der Medien? Ah, die Medien beschuldigen, das ist gut. Das ist eine coole Sache.
Ich weiß es nicht genau. Es ist auch schwierig. Ich glaube, es ist wirklich eine Krise von den Erwachsenen und nicht von den, Kindern. Wir haben ja zum Beispiel, heisst, es hat mehr Gewalt oder die Polizei meldet, dass mehr Anzeigen eingegangen sind. Wir haben aber das Phänomen von der Statistik. Das heisst, die Leute melden es mehr und die Statistik ist besser. Heisst das jetzt, dass es häufiger ist wie früher oder ist einfach besser erfasst? Ich glaube, die Verzweiflung von den Eltern war immer schon gleich gewesen. Früher hatte man andere Maßstäbe, da hatte man Killer, da hat man gewusst, wo der Bartli den Most holt. Es gab ganz viele Sachen, die völlig klar waren. Und das hat den Eltern keine Möglichkeit gegeben, sich anzulehnen, ob sie das jetzt gut gefunden haben oder nicht. Es ist vor allem ein bisschen getreut worden. Und jetzt müssen alle das selber erfinden. Oder? Die ganzen Regeln, die ganze Moral, oder wie viel Handy, oder wie viel, was wir nicht Fragen kriegen, wie viel Handy und wie lange Handy und wie viel Tablet und so. Und das muss dann jede Familie selber, und das macht die Leute, das lässt die Leute einfach verzweifeln. Weil es ist wirklich, statt dass man eben dann kann fragen oder nachlesen, aha, die sagen das, also mache ich es auch so, müssen sie das alles selber erfinden. Also ich halte das für ein Artefakt, das stimmt gar nicht. Und zwar, eigentlich ist es ein gutes Zeichen, weil heute das Thema Erziehung ist ja der letzte, durch den Wohlstand und durch das, man vielleicht weniger Kinder hat und anders umgeht, überhaupt zu einem Thema geworden. Das heisst, wie Sie vorher gesagt haben, Frau Merkel, jetzt schaut man es genauer an. Oder sagt ja der Philipp, man schaut es genauer an, vorher hat man es gar nicht angeschaut. Und ich meine, das ist wie Beziehungen in gewissen Ländern, wo, quasi, wo man Beziehungen nicht wählt, zum Partnerin aufgrund von so Liebe, sondern einfach, da gibt es weniger Probleme. Oder? Also, weil sie quasi, man lässt sich gar nicht aufeinander ein. Mhm. Und wenn man sich aufeinander einlässt, gibt es natürlich, nimmt man mehr Probleme und Schwierigkeiten wahr. Also für mich ist das ein gutes Zeichen. Das heisst, Eltern kümmern sich um Kind, machen sich Sorgen um Kind, wollen etwas von dem Kind, werden dann frustriert. Das ist an sich ein gutes Zeichen und ist nicht ein Zeichen, dass es an sich schwieriger wäre. Also ich bin ja sonst immer die Advokatin, die die Medien ein bisschen in Schutz nimmt. Ich mache jetzt genau das Umgekehrte und sage, wo nehmen sich denn die verzweifelten Eltern eigentlich die Infos heute? Also früher hat man vor 40, 50 Jahren hat man halt Nachbarn gefragt und die beste Freundin und dann noch vielleicht der Mann. Und jetzt hat man halt Zugang zu Swissmom, zu diversen Portalen, wo Informationen geboten werden von der Schwangerschaft, vom ersten Tag, vom Schwangerschaftstest an bis zu, das Kind geht aus dem Haus raus. Und das kann wahnsinnige Vorteile bieten. Aber das hängt dann auch wieder von der Medienkompetenz der Eltern ab. Nämlich zu sehen, dass die Foren auch von Laien geführt werden zum Teil, dass da Meinungen umeinander geistern, die nicht immer abgesichert sind. Also das Wissen zu haben, dass die Information auch gut ist, die ich da rausziehe. Also da sind wir dann wirklich bei der Medienkompetenz der Eltern. Und das hat mit den Medien nichts zu tun, dass die böse wären. Das Wissen wird zur Verfügung gestellt. Aber da liegt es am Rezipient selber, da verantwortungsbewusst Informationen für sich und das Kind auch herauszufiltern. Ich komme gerade noch zum Thema Medien, aber vielleicht noch zuerst die Frage noch mal zu dem Druck, ob der selber gemacht ist oder von außen kommt. Das Vergleichen mit anderen Eltern, das ist ja, und denen ihren Kind, das ist ja ein bisschen süch, oder? Wie kommt man denn aus dieser Spirale raus? Also wenn man die ganze Zeit nach links und rechts schaut, wie machen es denn die? Ah, das Kind kann schon das und diese kann schon das und meins kann es noch nicht. Wie kommt man aus dem raus, Caroline? Das ist deine Erfahrung, auch jetzt selber als dreifache Mutter. Also ich glaube schon, dass es früher einfacher war, weil man eben hat, Leitplanken hatte, so macht man es. So sind die Werte, so, jeder macht es so. Und heute dürfen wir es so machen, wie wir wollen. Und ich kann nicht abschauen. Und ich muss es selber definieren, wie der Herr Guggenbühl das gesagt hat. Aber mein Ziel war zum Beispiel, ich möchte nicht, dass unsere Kinder mir einfach folgen, blind folgen. Ich will, dass sie einen eigenen Gedanken haben, dass sie selber entscheiden können. Und ja, weil ich war anders geprägt gewesen. Und das hat mir nicht gut getan. Ich habe das im Erwachsenenalter müssen alles wieder selber mich irgendwie wieder zweckbüscheln. Und das war mein Ziel bei unseren Kindern. Und ich denke, es ist auch einigermaßen gelungen, aber ich muss mit dem dann auch umgehen können. Weil die zeigen mir jetzt ganz klar, du nervst. Das mache ich nicht, habe eine andere Meinung und so. Und ich bin ja doch noch anders geprägt. Ich bin noch alte, also autoritäre Erziehung. Und jetzt plötzlich habe ich so Kinder, die so vorlaut oder einfach direkt sind. Und das war für mich dann doch auch wieder schwierig gewesen, mit dem umzugehen. Weil ich hätte es ja dann gleich
ein bisschen dankbarer, ein bisschen anpassungsfähiger wollen in gewissen Momenten. Also das habe ich schon gemerkt. Aber das ist, glaube ich, etwas, wo man sich einfach in die Haare schmieren kann, dass die Kinder irgendwann dankbar sind für irgendetwas, was sie im Laufe der Jahre genossen haben als Erziehung. Das ist etwas, was ich auch als zweifacher Vater, 7 und 9 Jahre sind unsere Kinder, immer mal wieder daran zu beissen haben. Also das Gefühl, die Kinder sind zu wenig dankbar. Man gibt ihnen alles, tut alles für sie, man umsorgt sie und man überschüttet sie mit Liebe und man ist ihnen nie nachtragend böse. Aber eine Dankbarkeit in dem Sinn spürt man eher selten. Alle guten Gefühle. Wie gehe ich mit dem um, mit dem Dilemma? Muss ich das einfach so hinnehmen? Oder gibt es da das Rezept? Das ist noch schwierig. Man sagt ja, ein Vater kann 5 Kinder nähren, oder aber 5 Kinder können nicht einen Vater ernähren. Oder das ist ja, also, ja, es ist ja, ich glaube, Dankbarkeit darf man nicht erwarten. Oder das ist, sondern Eltern, wenn man Kinder kommen durch einen auf die Welt, oder? Und Dankbarkeit ist ja sehr etwas, finde ich, Zweifelshaftes. Oder es geht ja eigentlich um Beziehung. Es geht um die Auseinandersetzung. Man darf nicht vergessen, für die meisten Jugendlichen noch sind Eltern ganz wichtig. Ich habe lange bei Bern so eine Gruppe für Jugendliche und die haben doof da, blöd da in der Schule, die Eltern abgelehnt. Aber dann haben wir x-mal erlebt und gesagt, wer so Übungen gemacht, wer, also wenn würde der gehen, wenn er wirklich Probleme hat. Das ist auch Mutter und Vater. Oder? Also man hat gemerkt, dass die sind die wichtigsten Personen. Bleiben sie auch bei allen Stürmen. Und das sind solche, die sind uns geschickt worden wegen der riesigen Probleme. Also da die bleiben. Und dann da dankbar sein. Oder Dankbarkeit kann man auch nicht sein, wie man zu nahe ist. Das ist auch die Schwierigkeit. Und man ist sehr, sehr nahe. Eltern und Kinder sind sich sehr nahe, das Leben lang. Oder? Und das kann man nicht einfach mit Dankbarkeit ausdrücken. Das wär mehr ein Zeichen von Detachierung. Philipp Rahmen, ist das auch ein Thema, das Sie bei der Elternberatung in Bern die antreffen, das Thema Dankbarkeit? Und Beleidigtheit, ja. Beleidigtheit, also. Aber ich habe vorhin gedacht, ich meine, wann haben Sie schon der Danksühler Merci gesagt, nachdem Sie Benzin genommen haben? Ich meine, oder das ist. Machen Sie doch einfach nicht. Okay. Oder, obwohl Sie froh sind, dass Sie da waren, weil ja. Sie sind auf Null. Es hat wirklich. Man muss das auch verstehen. Die Eltern sind nicht Eltern. Der Arbeitgeber von diesen zwei Erwachsenen, Mann und Frau, meistens, das ist das Kind. Weil erst wenn das Kind kommt, werden die beiden Erwachsenen zu Eltern. Also die Definition von Eltern ist, wenn das Kind unterwegs ist und nicht vorher. Oder? Das heißt, der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin ist das Kind. Und wenn ich schon der Arbeitgeber, also ich meine, da kann man einfach ein Mitarbeitergespräch machen und sagen, hast du erfüllt, hast du nicht erfüllt, oder? So, oder? Das ist ja so. Ich habe vorhin auch versucht zu verstehen, wir haben, der Zug von uns ist sehr viel mehr emotional, es ist sehr viel bindungsorientiert, das heißt, wir investieren sehr viel mehr Emotionen. Und dort ist dann eben das Loslösen, das, was du gesagt hast, dass man sich zurückzieht und Kinder gehen lässt, einfach sehr viel schwieriger. Ich glaube, dass sich rausziehen, man investiert mit einer Art, wo man eigentlich das Gefühl hat, das ist etwas, was das Echo geben sollte. Aber man deponiert eigentlich das, damit die das nehmen, zum Weitergehen. Und das Zurücknehmen, das ist schwierig. Und dann ist man halt beleidigt. Ja, und doch habe ich diese Woche gerade eine Situation, oder letzte Woche eine Situation gehabt, aber unsere Kinder sind ja schon 16, 18, 20. Bei der 18-Jährigen, die mit dem Dorf in den Ausgang wollte, mit irgendeinem hinten drauf gesessen. Und schon das ist für mich schon, aber sie ist ja 18, oder? Und dann ist dann der gekommen mit dem Töff und dann ist sie mit dem knackigen Hösli dort drauf gesessen. Und ich war früher Physiotherapeutin und habe die Leute behandelt, die einen Töff-Unfall hatten. Und da habe ich einfach gefunden, und ich muss ein Zeichen setzen. Und ich bin her ins Zimmer und habe gesagt, ich finde es nicht eine gute Idee, dass du mit diesen kurzen Hosen, leg wenigstens lange Hosen an. Und das war so wichtig für mich, dass ich das deponieren konnte. Es war eigentlich wichtiger fast für mich. Gewesen. Und sie hat dann gesagt, du mit deiner Angststimme, das ist ja, also man hat ja als Eltern mehr Angst als die Kinder. Und ich bin 18, ich bin erwachsen und ich mache, was ich will. Und das war für mich auch okay. Gewesen. Aber ich habe einfach gemerkt, ich muss das deponieren. Und nicht einfach nur, ja, nur sie ist jetzt halt 18, darf nichts mehr sagen. Und ich hoffe, sie hat es einfach im Hinterkopf behalten. Ich glaube, aber in dem Alter machen viele noch etwas, dass sie zu, wie soll ich sagen, Sachen machen, also die grenzwertig sind, um die Eltern aufregen, auch um
wieder mal merken, die Eltern sind noch da für einen. Oder? Also ich meine, es ist noch schwierig, also mit 18 die Eltern hier und da emotionalisiert zu leben. Und man geht dann selten dann zum Eltern, ja, hast du mich gern oder wie ist Beziehung? Aber wenn man sich vitalisieren kann, so, merkt man, ah ja, sie sind noch da. Ich erlebe das immer wieder, dass so Jugendliche provozieren wollen, aber sie wollen provozieren, weil sie spüren wollen. Ja, ich glaube, für mich war es nicht das Provozieren, es ist einfach... Der andere hatte ja auch Shorts an. Alle haben Shorts. Also die denken einfach nicht so weit. Und ja, das sehe ich nicht so. Ich glaube, sie denken schon, aber sie übernehmen da die Normen, die Verhaltensweisen von der Jugendkultur, ja, die man dann einfach so nimmt. Aber das gibt ihnen die Stärke, um sich abzugrenzen. Ja, ja. Und ich konnte es auch so nehmen. Aber ich sage, das ist dort, wo ich nachher das schwierig finde. Aber ich gehe gleich sagen und ich erwarte nicht gehorsam. Nein, nein. Das nicht. Aber gesagt habe ich es. Dann habe ich meine Aufgabe erfüllt. Also das führt mich zu einem wunderbaren und eben so tröstlichen Satz, den Philipp Ramming bei uns im Dossier gesagt hat, in dem Dossier 100 Fragen, 100 Antworten. Jetzt müsst ihr genau herhören, hat nämlich wörtlich gesagt, Erziehung ist Scheitern in Raten, aber scheitern Sie mit Würde und Eleganz. Evelyn Hippeli, wenn Sie das hören, fühlen Sie sich da irgendwie angesprochen? Also Scheitern in Raten, aber mit Würde und Eleganz? Sind eine düstere Aussichten. Nein, also dass es eine Herausforderung ist und dass es nicht einfach ist, das sollte man eigentlich ja schon beim Schwangerschaftstest so in der Beilage lesen dürfen, weil das ist ja eine Erfahrung, wo Eltern, also stimmen Sie mir bitte bei, falls ich nicht richtig liege, aber meistens gehen ja all die älteren Kurse ja irgendwie so bis zu der Geburt und dann ist das ziemlich fertig. Und ich habe die Erfahrung gemacht, nicht nur mit Mediensachen, sondern auch mit ganz anderen Sachen. Ich hätte gerne vorne viel mehr realistische Antworten gehabt auf ganz viele Erziehungsthemen, dass ich besser vorbereitet gewesen wäre. Also ich sage immer meine Freundinnen, die so ein bisschen nach mir schwanger worden sind, ich würde ja gerne so ein Einmachglas geben mit all diesen Weisheiten, dann kannst du es immer wieder aufmachen und so. Und dass man das schon gehabt hätte, das wäre enorm wertvoll gewesen. Aber nein, also ich bin jetzt überhaupt nicht desillusioniert. Also das ist wie Beziehungsarbeit. Also das stellt man sich auch noch die ersten 3 Monate vor, dass alles nur rosa und flockig ist und überhaupt. Und irgendwann merkt man, nein, da ist mehr dahinter. Und bei der Erziehung ist es genauso. Und wenn zu mir zum Beispiel Eltern kommen und sagen, ja, aber das mit den Medien, man muss immer dranbleiben, dann kommt wieder das neue App so und so und ich schaffe das nicht, dann muss ich auch sagen, ja, aber Erziehung ist ja an sich schon auch kein Spass. Und man macht es ja fürs Kind. Und von dem her, ich denke, es gehört einfach dazu. Aber Herr Ramming, das müssen Sie jetzt schon noch schnell erklären. Wie scheitern wir denn mit Würde und Eleganz, wenn man erzieherisch tätig ist, so wie Sie? Haben Sie es für sich selber geschafft, wenn man jetzt Ihre erwachsenen Kinder fragen? Meine Söhne haben gesagt, ihre Mutter und ich, wir sind beide Psychologen. Sie haben gesagt, wir haben es trotzdem geschafft. Ah, okay. Ja, das ist so. Um was es wirklich geht, ist, dass der Allmachtswahn, den wir ja eigentlich überall haben, und die tentakelhafte Intrusion in die Kinder und ihre Biografie und in ihre Lernbiografie und so, dass man einfach merkt, dass das, irgendwann muss man das zurückziehen, weil die werden autonom. Die werden so oder so, das Leben ist gemacht, die werden autonom. Und das Autonome bedeutet, dass man die eigenen Projektionen, die eigenen Wünsche, die eigenen Ideen, wie es gut geht im Leben oder wie das Kind das gut machen, einfach muss sagen, ja, das war meine Idee und du machst das jetzt wie du machst. Also ich mit meiner Idee muss ein bisschen bescheiden, sie muss das ein bisschen zurücknehmen. Scheitern bedeutet eigentlich, man hat ein Ziel und man erreicht es nicht. Und ich sage es natürlich ein bisschen provozierend, weil wenn man den Kindern wirklich so geformt hat, nach dem Ebenbild, oder wie das so schön heißt, und dann noch gehen sie und sind das zweite Philipp Ramming, nein, gerade noch. Also so, das wäre eine Katastrophe. Also von dort her ist, und in Würde und Eleganz ist, dass man einen guten Wein im Schrank hat. Das, ist. Das hilft immer, also Alkohol hilft definitiv in gewissen Situationen. Oder ein feiner Tee, für die, die nicht Alkohol oder so. Oder? Wir müssen über den Begriff Helikoptereltern kurz reden. Alain Guggenbühl, Sie haben ja in einem Interview kürzlich im Tagesanzeiger die Dauerbehütung, wie Sie es genannt haben, durch die Eltern kritisiert. Was ist denn genau so negativ jetzt an dieser Überbemutterung, Überbefürsorgung von Eltern gegenüber einem Kind? Was macht das mit dem Kind und warum warnen Sie davor? Also ich habe nicht nur von den Eltern gewarnt, sondern auch von Schulen oder Trainingsprogrammen. Also von dem habe ich eigentlich geredet. Also Kinder brauchen einfach auch Zeit für sich selber.
zum selber spielen, zum selber Erfahrungen machen. Sie müssen sich nicht jeden Moment der Woche muss irgendwie besetzt sein oder definiert werden. Das habe ich dort eigentlich gesagt. Und da gibt es sehr eine Tendenz, ist aber auch eine Haltung. Oder? Also, man weiß, dass ganz viele essentielle Sachen lernen Kinder unter sich, ohne dass die Eltern rum sind. Und sie unterscheiden ja sehr, sind die Eltern nun rum oder nicht rum. Oder sind sie, darf ich etwas oder nicht darf ich? Ich habe Sachen kritisiert, wie dass man auch so gewisse Risikos nicht mehr darf eingehen. Also in der Kanton Zürich ist Bildschulhäuser, sind Tests abgesägt worden bei den Bäumen. Oder man darf nicht auf den Bäumen steigen. Oder die Turngeräte, wo so eins so geht und so, oder so. Die sind abmontiert worden, das wäre ja auch gefährlich. Und es wird immer mit Versicherungen argumentiert. Das ist wegen Versicherungsfrage, aber ich habe das noch nie erlebt, dass es wirklich eine Versicherungsfrage ist. Und die Haltung finde ich problematisch. Also das ist eine Art eine Form von Überbetreuung, dass man meint, man übernimmt nicht die Verantwortung, wenn man alles ein bisschen abdeckt. Man muss sie auch anlassen. Für viele Eltern ist das nicht das Problem, die sehen ja das, aber sie sind in ein System eingebunden, wo sie alles so kontrolliert. Aber Eltern, die jetzt halt stark um ihre Kinder kreisen, können wir ja sagen, die interessieren sich auch für das Leben der Kinder und von ihren Kindern und von ihrer Entwicklung. Also das würde sie schon natürlich als positiv beurteilen. Ich finde halt den Begriff Helikoptereltern ist ein schwieriger. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Ja, das habe ich auch nicht gebraucht. Genau, sie brauchen den auch nicht. Und ich persönlich finde den auch sehr unglücklich, aber er ist halt inzwischen ich finde das Standard. Ich finde das, dass die Eltern sich so interessieren für ihre Kinder. Ich finde, das ist eine massive Art von Übergriff. Oder? Okay. Die halten es einfach. Das Problem ist, das wird so gesagt, aber eigentlich halten sie es nicht aus, dass da das Lebewesen autonom wird. Da muss man es ja betreuen. Aber was ist denn hinter dieser Betreuung? Das ist voll Kontrolle. Oder? Das ist, das merkt man ja jetzt gerade mit der WhatsApp oder mit was auch immer. Erstens schaut man, sind sie noch da oder sind sie nicht da. Und die Antwortkultur, die man dann unbedingt haben will, das ist Wahnsinn. Das ist eine grosse Veränderung von der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Und es ist ja nicht nur das, sondern es geht ja weiter. Also du hast am Anfang ja mein Zitat vorgelesen, da würde ich noch ein bisschen was dazu sagen. Aber ich stelle zum Beispiel fest, ich unterrichte ja an der PH Zürich auch angehende Lehrpersonen und habe viel mit Lehrern zu tun im Feld. Da gibt es auch wilde Gerüchte, die herumgeistern, schon von Kinski-Gärtner, Lehrpersonen, die sagen, die Kinder kommen mit diesen Tracking-Uhren, werden ausgestattet und kommen in Kinski, sie nicken schon, die kommen dort an und zum Teil wissen die Lehrpersonen gar nicht so recht, was wird da überhaupt getrackt, kann da sogar in Unterricht reingelassen werden, dort wird da die Qualität von meinem Unterricht beurteilt und da sind ganz viele Unsicherheiten auch rum, nebst dem Umstand, dass es Eltern gibt, die dem Kind die Uhr einfach umschnallen und da komme ich eben zu dem eingangs gestellten zum Zitat, sagt man dem Kind, dass man es überwacht, dass man sagt, look, ich mache mir Sorgen um dich, du hast einen 3 Kilometer langen Schulweg und ich möchte wissen, wo du bist. Das ist die eine Schiene. Oder eben, man schnallt dem Kind die Uhr einfach um. Genau das Gleiche später mit dem Smartphone. Spricht man mit dem Kind so, das ist jetzt dein erstes Gerät, ich möchte gewisse Sachen für dich noch nicht freigeben, aus diesen und diesen Gründen, und dass das Kind dann auch mitargumentieren darf. Oder macht man das heimlich, dass man am Abend, wenn das Kind brav das Nattel abgibt und so, dass man geht schauen, was ist da gelaufen. Und ich finde, das sind zwei ganz, ganz unterschiedliche Geschichten, die da ablaufen. Und das eine ist, wie du gesagt hast, ist das Überbehütete, das sicher nicht gut ist, wo nicht dazu kann, führen, dass die Kinder lernen, eigene Fehler machen, eigene Verantwortung tragen für ihr Handeln. Und das andere ist der Moment, wo alle Eltern kennen, wo das Protective Sein auch Sinn macht irgendwo. Also jetzt sind wir mittendrin in der Mediendiskussion und wir kommen nicht darum herum, über das zu reden, weil es gibt, glaube ich, kaum ein Thema, wo die Eltern dermaßen umtreibt wie das Thema Medien und Mediennutzung. Ich glaube, nur das Thema Impfen ist, glaube ich, noch emotional aufgeladen, oder würden Sie mir einig sein? Also, ich habe letztes Jahr einen Elternabend wirklich erlebt, wie also friedliche Eltern fast aufeinander los sind beim Thema Impfen, aber beim Thema Medien geht es eben um ähnlich. Ich werde Ihnen einfach eine Zahl nennen. Laut einer Studie von der ZHAW besitzen in der Schweiz bereits 25%, muss ich das vorstellen, jedes vierte Kind im Alter von 6 bis 7 Jahren hat ein eigenes Handy. Jedes vierte Kind im Alter von 6 bis 7 Jahren hat ein eigenes Handy. Bei den Primarschülern ist es schon jeder zweite. Evelyn Hippel, wenn Sie die Zahlen hören, macht Ihnen das? Ja, was macht Ihnen das? Was geht Ihnen in den Kopf, wenn Sie die Zahlen
Also es macht mir keine Angst, aber ich habe Respekt vor dem. Ich bin jetzt gerade kürzlich in Skandinavien in einer Konferenz und dort habe ich eben auch die Zahlen gesagt und haben gefunden, ja, bei uns sind es 80% von den 7-Jährigen, von den Erstklässlern, die da schon mit diesen Geräten in die Schule gehen. Also wir sind dort noch ein bisschen hinten rein. Aber das Alter ruckt ab. Also wo meine 9-Jährige jetzt noch kein Smartphone hat und sicher auch nächstes Jahr noch keins überkommt, da wird wahrscheinlich die zweite Geborene oder der dritte Geborene in anderen Umständen aufwachsen. Und dort werde ich nicht das Gleiche anwenden wie beim ersten Kind, so wie man früher noch gesagt hat, ja, man gibt das beim Übergang in die Zick, weil dann ja, zum Beispiel der Weg länger wird, ins Gymi oder Zick. Das funktioniert dann einfach nicht mehr. Und das hat verschiedene Gründe auch, warum das nicht geht. Neben den Peers, neben der Kommunikation, die anders läuft. Und da finde ich, ist das Gespräch eben mit dem Kind, um klar zu sagen und vertreten, wir wollen das, oder wir geben dir das Gerät nicht, um dich, plagen damit, sondern wir haben einen Plan dahinter, warum du das Gerät noch nicht überkommst in einem gewissen Alter. Mhm. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich plädiere also nicht dafür, dass man sagt, okay, nur weil in anderen Ländern jetzt 7-Jährige die Geräte haben, müssen wir das auch so machen. Aber jetzt eine Frage in die Runde geht an alle. Gäbe es nicht eine ganze, also die Frage, glaube ich, wo alle Eltern nutzen, gibt es eine Zauberformel, eine Zauberregel, wie man am besten umgeht mit dem Thema. Es gibt auch vielleicht ganz eine einfache Antwort, nämlich die weniger ist mehr. Würden Sie mir da beipflichten, Raming? Also weniger, je weniger Medienkonsum, desto besser. Ja. Finnland ist gerade ein super Beispiel. Ich war dort vor x Jahren und du korrigierst mich. Es sind wirklich Weiten. Oder da fährt man eine Stunde, dann kommt das Haus, und dann fährt man eine Stunde, dann kommt das zweite Haus, dann fährt man eine Stunde, dann kommt drei Häuser, dann denkt man, Gott, für Deckel ist das viel da. So. Das heisst, die Distanzen sind sehr gross. Und ich habe dort erlebt, wie sie so eine Wahnsinnskiste hatten, mit einem Telefon oben drauf. Und damit sie miteinander reden können, damit sie mit den Nachbarn reden können. Also es war eine Kommunikationserleichterung sondergleichen. Und ich denke, auch dort, und das ist eigentlich, um was es geht, die Kommunikationserleichterung. Und ich denke, wir sind in einer Transition jetzt mit den Handys und all das. Aber eigentlich, was passieren wird, ist, dass wir von intelligenten Robotern begleitet werden, Kinder ebenfalls. Wir werden ganz eine andere Art von Umgang haben mit gescheiten Maschinen. Wir werden ganz anders unterstützt werden. Und das sind so die Frage, wenn Handy, wenn nicht. Die gleiche Frage war, wann darfst du das erste Mal eine Mickey Maus haben, wann darfst du, Es ist genau die gleiche Art von Diskussion, weil auch Mickey Maus hat Inhalt, wo vielleicht könnten. Und dann hat das Smartphone hat Inhalt, wo vielleicht könnten. Mhm. Es ist ein Teil von der Erziehung, dass man sich mit Sachen auseinandersetzen muss, wo man nicht mehr in Kontrolle hat. Und das ist eigentlich das, was das Handy eigentlich bedeutet. Es ist keine Kontrolle mehr von den Eltern. Darum tun sie dann auch Kontroll-Apps rein. Aber so. Also mich denkt, es sind so obsolete Diskussionen. Gerade die Geburt des Handys, also wegen der Strahlung vielleicht nicht, gerade nach der Geburt und sofort. Ja, wirklich. Und gerade sofort und gerade Kompetenz und damit lernen umgehen. Was wichtig ist, dass es nicht das Einzige ist. Ja. Oder? Ja. Das ist das Zentrale. Das ist nicht das Einzige. Aber die Medienkompetenz, ich finde das gestört mit denen. Guggenbühl, jetzt bin ich aber gespannt, was Sie sagen. Also ich habe einen Witz gesehen, letztens eine Karikatur. Ja. Aus dem Jahr 1890 und da ist gestanden, man macht sich sehr Sorgen, dass Paar nicht mehr miteinander redet. Aha. Oder das ist ein grosses Problem und dann zwar wegen der Telegrafie. Und da hat man gesehen, ein Pärchen nebeneinander sitzen, nur noch telegrafieren miteinander oder mit anderen und nicht mehr miteinander reden. Jetzt ist es so, ich glaube, bei jeder neuen technischen Entwicklung löst ein bisschen Angst aus. Und es braucht ein Zeitchen, bis gesamtgesellschaftlich Wissen, Codes, Ritual, Kompetenzen sich entwickeln, wo alle sich dann ein bisschen daran halten. Oder die gleiche Diskussion hatten wir beim Telefon. Das Telefon ist damals, als eingeführt wurde, haben die Leute gedacht, dass da geht die Gesellschaft zusammen. Weil da hat man eigentlich nur miteinander kommuniziert, nachdem man mit vorgestellt worden ist. Und sicher nicht einfach so. Man denkt, Jesus Gott, was passiert jetzt? Jetzt kommen einfach anrufen, die Leute. Da gibt es ja ein Chaos, ein totales Chaos. Und was sagt man? Und der Graham Bell hat dann eine gute Idee gehabt, gesagt, man macht es wie bei dem Schiff. Sagt man Aloha, tun wir es ein bisschen ändern, Hallo, oder? Und das ist anscheinend erfunden worden, damit man dann kann. Und ich glaube, jetzt sind wir in einer Phase, wie der Philipp gesagt hat, Transitionsphase, wo sich die Code müssen zeigen, entwickeln. Und es gibt ja jetzt langsam Codes. Es gibt ja viele Restaurants in Zürich, wo man nicht das Handy brauchen darf.
Oder man darf, in Japan darf man zum Beispiel in der U-Bahn dran nicht das Handy brauchen. Und das wird sich mit der Zeit bei uns auch entwickeln. Jetzt sind wir so in einer halbchaotischen Phase, wo wir nicht so genau wissen. Aber wahrscheinlich in 10 Jahren haben wir dann das doch irgendwie etabliert. Aber bin ich jetzt wirklich der Einzige auf dem Podium oben, wo, wenn er so Bilder sieht, wie 4 Jugendliche jeder sein Handy reinstarten und auf seinem Handy rumtatteln, mich das irgendwie ein bisschen bedrückt und ich denke, was machen die? Reden die nicht miteinander? Hat jeder mit sich selber zu? Bin ich jetzt der Einzige da oben, Caroline? Wie hast du es denn mit deinen 3 Teenagern? Die sind die längst in einem Alter, wo sie ihre eigenen Handys haben. Ja. Wie hat denn das angefangen? In welchem Alter bin ich? Ja, ich glaube, ich habe wirklich gerade noch ein bisschen Glück gehabt. Das Alter war noch 11, 12, 13, wo sie ein Handy haben wollen. Aber ich finde, es wird sehr viel vermischt. Eben, du sagst jetzt, du beobachtest 4 Jugendliche, die nicht miteinander reden. Aber vielleicht machen die irgendetwas, suchen etwas. Welche Jahrzahl hat ist der Krieg gewesen? Komm, wir suchen schnell. Und dann schauen alle 4, ja, für schulische Zwecke, meine irgendwie, wenn sie etwas müssen rausforschen oder erarbeiten, das ist jetzt ein blödes Beispiel. Spielen alle 4 Fortnite? Okay. Vielleicht spielen alle 4 Fortnite. Ja, aber das ist auch gerade das wunderbare Beispiel, Fortnite. Also natürlich unser Sohn vom Morgen bis am Abend. Fortnite. Und dann komme ich ins Zimmer, ich habe mich natürlich informiert, was spielst du da? Aha, du bist da der Rot und so, und der Grün ist der Tom und der Gelb ist der Tim und so. Und ich habe einfach gefunden, jeden Abend ist das Gleiche. Das ist so ein blödes Spiel, das habe ich aus. Ich finde, man muss es einfach sagen, ich finde es ein bisschen nicht spannend, aber okay. Und eines Abends komme ich rein und dann ist noch ein Schwarzer dort am Rennen. Oh, und dann habe ich gesagt, oh, das ist jetzt ein Schwarzer, den habe ich noch nie gesehen, wer ist denn das? Das ist mein Lehrer. Also, dann, ich hänge nur schnell bei dem Beispiel an. Also, ich erinnere mich, meine Eltern haben damals, und dort hat es noch kein Fortnite gegeben und auch keine Mobiltelefonie, aber dort haben es auch diverse Sachen, die ich im Fernsehen geschaut habe oder Bücher, die ich gelesen habe. Also, wir vergessen immer die Diskussion mit Medien, es sind nicht nur Smartphones, es fährt auf dem Buch. Haben es auch Sachen sinnlos gefunden, was ich gemacht habe. Mein Vater hat es zum Beispiel ultra sinnlos gefunden, dass ich aus der Säcke heimgefahren bin, immer 6 Kilometer hin und her, 4-mal pro Tag mit der besten Freundin, man quatscht die ganze Zeit miteinander. Und dann kommt man heim, hängt das Telefon für 2 Stunden. Und das waren notabene die Zeiten, in denen man nur eine Leitung hatte. Also, jedes Mal, wenn jemand anrufen wollte, war dann so, ist langsam gut. Und ich glaube, es gibt ja auch die Definition von Spielen zum Beispiel. Und Spielen ist für Kinder zweckfreies Tun. Das müssen wir Erwachsenen nicht immer verstehen, was die da machen. Also die Rollenspiele, die da meine Mädchen spielen, Bibi und Tina mäßig, da lange ich mir auch im Kopf. Aber sie lernen dort etwas. Und Spielen ist ja die Arbeit der Kinder. Und darum muss man dort vielleicht auch mal ein Auge zudrücken. Das hast du sicher auch gemacht bei deinem Sohn. Und du hast dich auch informiert. Und das mit dem Lehrer finde ich übrigens ganz gut, dass der dann dort dann auch auftaucht ist. Auch aus der Sicht quasi, ich gebe mich mal rein und schaue, was in der Medienwelt von meinen Schülern im Moment aktuell ist. Und nur ganz, 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 du hast gesagt, in der Bemerkung am Anfang, Medien so wenig wie möglich. Ich kehre es um und sage, Gespräche über Medien so viel wie möglich und so jung wie möglich mit den Kindern mit dem anfangen und nicht dann, wenn die Lampen anfangen alle, mit dem Smartphone. Alle Wochen haben wir wieder Gespräche oder alle 2 Wochen, dann ist es wieder ein bisschen gegangen und dann sind wir wieder hergesessen und gesagt, das finde ich nicht gut, das finde ich gut. Da kommt man nicht drum herum. Das Beispiel, das Sie gebracht haben, ist es so ein einseitiges Beispiel, weil wenn Sie die 4 Jugendlichen dort im Tram oder im Zug sehen, Sie wissen nicht, was die vorher gemacht haben. Sie wissen nicht, was die nachher machen werden. Es regt einem auf, dass die das genau dann dort machen. Ich bin mal heimgekommen, ist mein Sohn auf dem Sofa gewesen, iPhones drüber, der Laptop offen und der Fernseher, der läuft. Und ich natürlich an die Decke. Das geht doch nicht und so. Der war am Morgen in der Schule, der war am Nachmittag, gsi go shooten und der war am Abend nachher im Jugendtreff. Und ich habe ihn einfach in dem Moment verwünscht, wo er eine Pause gemacht hat. Der war sowas von beleidigt gewesen, und ich bin nachher ein bisschen beschämt. Also, der Psychologe, der wieder völlig daneben gelegen ist. Verstehen Sie? Es geht um die Vielfalt, es geht nur um die Vielfalt, es geht nicht um die Menschen. Aber dann ist das jetzt der Moment, wo wir offiziell Entwarnung geben können an alle Eltern da draußen, die es zuschauen, die da reinlassen. Also überhaupt das ist kein Problem im Umgang mit Medien, mit Computern, mit Spielen, alles bestens, alles im grünen Bereich. Es sind die üblichen Erziehungsthemen davon. Wie viel von was? Und warum? Ich möchte nur noch auf ein Phänomen hinweisen, und da gibt es auch Diskussionen, vor allem aufgrund von amerikanischen Untersuchungen, wo man sagt, Kinder und Jugendliche haben viel weniger breit, der Kontakt zu den, ist viel weniger breit. Also sie haben zu weniger Leuten Kontakt, das ist sicher auch wie früher. Und zwar, weil sie lustigerweise immer mit denen
Kontakt haben auf dem Handy und den Medien und bei den Spielen, die sie sowieso sehen. Oder? Und man sagt, dass die spontanen Kontakte oder auch intergenerationelle Kontakte, dass die zurückgehen. Ich habe das Gefühl, viele Jugendliche leben jetzt in einer Blase. Einfach ihre Peers, ihre Kollegen, die sie dann immer treffen. Und wenn sie in einen Tram gehen, tun sie dann ihren Kollegen, die sie vorher schon gesehen haben, nochmal ein SMS und haben vielleicht nicht eine spontane Begegnung, weil sich ein Erwachsener über sie ärgert oder umgekehrt. Da finde ich, dass die Kinder und Jugendlichen leben in da reduziert sich, das habe ich den Eindruck. Ich behaupte jetzt einfach mal, das muss für viele von Ihnen da rein, und auch, wo es zuschauen, ein tröstlicher Moment sein, was Sie jetzt gerade gehört haben. Dass es gar nicht so schlimm ist, dass man mit Gelassenheit dem Thema kann begegnen, das Gespräch suchen mit dem Jugendlichen. Oder jetzt wäre der Moment, wo Sie könnten dagegenhalten aus dem Publikum und sagen, Moment mal, ich mache die und die Erfahrung oder ich stehe vor der und der Herausforderung mit meinem Kind. Es wäre jetzt Gelegenheit für Sie, eine Frage zu stellen oder auch eine Anmerkung zu machen zu dem, was Sie gerade gehört haben, zum Thema Medienkonsum. Gibt es jemanden von Ihnen, der etwas möchte sagen oder eine Frage hat? Ja, bitte. Das Mikrofon kommt gerade, ja. Alles klar. Wegen dieser Diskussion jetzt zum Beispiel, dass man Diskussionen führt jede Woche, dass man den Medienkonsum miteinander bespricht und dass man dann den Kindern sagt, das ist okay gewesen, das ist nicht okay gewesen, finde ich, muss man einfach auch offen sein, wenn die Kinder einmal den Spiegel bei sich selbst, also jetzt mehr den Spiegel dann selber bei uns haben, wo die Kinder sagen, aber das ist bei dir auch nicht okay gewesen. Weil gerade das, was ich vorher gesagt habe, Kinder kann man nicht erziehen, weil sie uns alles nachmachen. Wenn ich unseren Medienkonsum und Smartphone-Konsum beobachte, ist es erschreckend, wie die Eltern mit dem umgehen. Und man hört ja viel von diesen Verträgen, die man mit den Kindern aufsetzt. Wir könnten uns wahrscheinlich an den Vertrag nicht halten. Und dann ist dann die Diskussion, wie viel dürfen die Eltern, wie viel dürfen die Kinder. Aber ich finde einfach, dort muss man offen sein auf Kritik von den Kindern. Mhm. Absolut. Und das zeichnet sie ja als Elternteil dann auch aus. Also es braucht Stärke, zum sagen, ich habe einen Fehler gemacht vor dem Kind. Aber ich finde das absolut etwas super Wertvolles, wenn das Kind sieht, wow, okay, die Grossen, die machen auch Fehler, die tun auch Regeln überschreiten. Aber dass man das dann miteinander wieder bespricht, das ist ja dann gut. Und also das ist anstrengend. Die Gespräche sind total anstrengend. Also es geht ja nicht, es gibt ja noch andere Felder, wo die Gespräche laufen. Die Medien sind ja nicht das einzige Thema. Sie haben Sackgeld, sie haben gesunde Ernährung, sie haben Hobbys, sie haben alles Mögliche. Und sie haben auch noch verschiedene Berufe oder ein Leben sonst neben dem Kind. Und dann das auch noch alles zu machen, das braucht wahnsinnig viel Kraft. Und darum habe ich auch Verständnis für die, die sagen, ich komme da nicht hinterher, löst aber das Problem nicht. Also der Idealfall, das Utopia wäre, dass man die Sachen wieder besprechen und eben bei sich selber ansetzen und sagen, schaut, also vielleicht gilt das Argument von wegen, ihr Eltern dürfen das, wieso dürfen wir das Gleiche nicht ganz, also sie geben ihrem 6-Jährigen auch kein Prosecco, wenn sie auch gerade einen nehmen, aber sie wissen, was ich meine. Also, dass man dem Kind erklärt, warum ist das so? Der Tag hat so und so viele Stunden, du hast die und die Sache, ich möchte, dass du für andere Sachen auch noch Zeit hast, dass dir die Zeit bleibt. Also, dass man so mit dem Kind auf Augenhöhe redet und je älter das es wird, wird es auch mitbestimmen. Und da gehen ja die Verträge auch an, dass das Kind darf zum Beispiel auch sagen, meine Medienzeit, die nutze ich jetzt am Sonntag vor allem. Und dann kommen aber die Mami und Papi auch nicht und sagen, jetzt bist du schon 4 Stunden am Game. Wenn es die aufkumuliert hat, dann darfst du das auch machen. Und auch mal die Erfahrung, dass das den Augen vielleicht nicht so gut tut oder dass man auch mal müde ist nachher. Oder dass man euphorisch ist und dass es einem gut tut. Medienerfahrungen sind manchmal auch negativ, aber die können wir Eltern auch nicht für unsere Kinder machen. Hm? Ja. Ich sehe ein Problem, wo ich treffe, befinden wir die Kinder, die zu mir in Beratung oder in Therapie kommen. Und zwar sagen mir viele, die Eltern wollen immer reden, reden, reden. Und ich kann mir eine Erinnerung an einen 14-Jährigen, der kam, das Grässlichste bei ihnen, die heim sagen, die Familienkonferenzen am Samstag. Unerträglich. Nicht nur, wenn sie reden, sie wollen über was man gemacht hat und Beziehung und was man findet. Und ich weiss auch nicht den Weg, aber ich habe das Gefühl, sehr viele Kinder nehmen Eltern und Lehrer einfach als so ein bisschen Individuen wahr, die permanent auf sie einschnurren und reden, bis sie endlich mal nicken, da verlasse ich allein. Das ist die Wahrnehmung. Ja. Ich habe das Gefühl, so Reaktionen, wie Sie sagen, das verstehe ich einfach nicht so. Ich rede nicht. Ich habe ein Kind auch in Erinnerung, er sagt, ja, mein Vater straft mich an nichts, meine Eltern so, und dann komme ich mal nichts nachts. Über und da muss ich ins Bett ohne die Nacht. Aber das Schlimmste, wenn meine Mutter ins Schlafzimmer zu mir kommt und nochmal mit mir darüber redet. Aber da kann man ja sagen, man kann ja reden.
Nein, ich sage einfach, das ist das die Wahrnehmung. Ich habe, glaube ich, in meiner Kindheit keine einzige Familienkonferenz oder so erlebt, sondern man hat zum Beispiel auch den Medienkonsum. Also, da ist zum Beispiel, also ich habe eine kurlige Medienregel als Kind, die müssen Sie bitte nicht nachmachen. Also meine Eltern, also meine Mutter gefunden, hoffentlich hört sie jetzt nicht zu, wo sie ist in Finnland, dass ich darf alles im Fernsehen schauen, wenn Kinder drin mitspielen. Wenn sie das jetzt durchdenkt, geht das nicht wirklich auf. Also es ist dann relativ lustig geworden mit der Zeit. Aber sie ist in normalen Situationen ist sie zu mir an den Kompi gehockt. Oder mein Vater ist mal nebenan, so was schaust du gerade. Also nicht im Sinne von so, wir reden jetzt über Medien oder über Sackgeld, sondern einfach in dieser Situation. Oder man geht mal mit. Ich glaube, es gibt Modi, wo die Kinder durchaus auch gerne von ihrer Medienwelt erzählen, weil es manchmal gar nicht dazu kommen, weil meine Erfahrung ist, dass viele Kinder sagen, meine Eltern interessiert es überhaupt nicht, was ich game, darum sage ich gar nicht so viel zu dem. Und wenn sie dann mal reden dürfen, sagen übrigens auch viele Lehrpersonen, wenn sie anfangen, sich interessieren für die Medienwelten der Kinder, dann kommt da einiges über die Lebenswelt der Kinder. Carla Merkit. Ja, ich möchte etwas zu dem Reden sagen, weil ich beobachte das auch, weil das ist wirklich grauenhaft. Und wenn ich natürlich rede mit einer Absicht, ich will mein Kind am Schluss von meinem Gespräch da hinten haben, dann geht das eben nicht. Und das ist für mich kein Dialog. Das ist, es ist eine Diskussion. Ich habe eine Idee, wie es sein soll. Und mein Kind muss am Schluss eigentlich auch sagen, ja, das stimmt, die Idee, das ist vernünftig, ja, das mache ich jetzt ab heute auch so. Und das ist ja, das macht ja kein Kind. Und darum, für mich ist ein Dialog, wenn ich meins sage, aber mehr weg vom, was braucht das Kind, was ist beim Kind, sondern meins. Ich habe Angst, dass du auf dem Töpf umgehst und dir die Beine aufrisst. Oder ich finde es nicht okay, dass du heute den ganzen Tag hast gamed. So einfach von mir. Und jetzt will ich hören, wie siehst es du? Und dann sagt mein Kind etwas und dann sage ich wieder etwas dazu. Aber ich habe nicht eine Idee, wie es muss sein. Und dann rede ich und bearbeite, bis das Kind nur noch sagen kann, ja, ist gut. Also ermattet irgendwo. Ja, und dann das meint, also ich finde es ganz wichtig, was Sie sagen, dass man als Eltern sagt, was einem wichtig ist. Einfach das mitteilt. Ich glaube aber, das mit dem Kind meine ich ja genau das mit dem Dialog. Mhm. Also es gibt, heute sind ja die Eltern, oder wenigstens mit denen ich zuhause, sehr liberal und die wollen Gespräche und führen und nicht einfach sagen und nicht das Gespräch als Trick einsetzen, sondern auch ihre Ängste mitteilen und so. Und das ist, was viele Kinder aufregt. Mhm. Und ich habe das Gefühl, also wenn sie ein bisschen älter sind, ich habe das Gefühl, sie wollen gar nicht die Nähe konstruieren. Aber ich finde, das ist ganz wichtig, was sie sagen. Sie wollen wissen, wo die Eltern stehen, was ihnen wichtig ist. Sie wollen auch nicht einverstanden sein. Mhm. Und das ist das, was man kommuniziert. Man muss eigentlich, Kinder haben das Recht, nicht verstanden zu werden, wie auch umgekehrt. Aber das heisst das nicht, dass keine Beziehung da ist. Mhm. Ist es denn so, dass die Eltern heute zu viel mit den Kindern reden? Also zu viel im Sinn von, sie wollen heute Berater sein, Wegbegleiter, sie wollen Vertrauensperson sein von den Kindern und sind durch das weniger die klassische Respektperson. Und das führt natürlich zu einer anderen Art Verbindung zum Kind. Wir haben das wunderbare Dossier von der Claudia Landolt, die da vorne sitzt, wo auch mit der deutschen Erziehungswissenschaftlerin geredet hat, genau zu dem Thema. Herr Ramming, würden Sie denn beipflichten? Reden die Eltern zu viel mit den Kindern? Die Kinder sind zu viel am Handy und die Eltern schnören zu viel. oder es ist die Feigheit von den Eltern, können herzuschauen, sagen, ich Chef, du nicht, ich sage, du Folger. Einfach so, zack. Die halten das nicht mehr aus. Dabei wäre das so einfach für Kinder. Dann wissen sie. Dann finden sie doof und so. Aber die wissen, wo die Eltern stehen, wie du genau gesagt hast. Dann, wenn's, wie Sie das sehr gut gesagt haben, das ist eigentlich Brainwash, was dann passiert, oder? Man ist einfühlsam und einfühlsam und so, aber es ist eigentlich ein Brainwash. Und es ist nicht fair. Gell, du weißt schon, warum ich dich strafe. Oder? Nein, weiß ich nicht. Aber du musst doch einsehen, dass es gerade nein, ich sehe es nicht. Strafe jetzt einfach, sei ruhig, oder? Und mach das. Und das ist so die Feigheit und die Unfähigkeit der Eltern, für den Moment nicht geliebt zu werden. Das ist wirklich, ich sage dem Feigheit vor dem Feind. Weil wenn man einfach sagt, nein, fertig, so und jetzt anders nicht, dann lieben einem Kinder einfach im Moment nicht. Aber sie spüren einem, oder? Das ist, die spüren einem, die wissen, wo man steht. Das ist halt sagen, man muss auch nicht jede Entscheidung erklären, die Eltern treffen. Das ist auch etwas, was häufig passiert. Man versucht, am Kind zu erklären, warum es jetzt das darf oder das nicht, oder warum man das und das von ihm verlangt. Ist das gar nicht nötig? Das ist eine zweischneidige Sache. Wenn ich sage, warum ich es haben will, das geht gut.
Aber wenn ich will, dass das Kind auch noch einverstanden ist, dann ist es zu viel. Oder? Verstehen Sie? Oder? Ich will einfach nicht, dass du über die Straße rennst, wenn du rot ist, weil dann wirst du überfahren. Oder? Das sind ja die einfachen Beispiele. Oder? Ich will nicht, dass du zu lange am Handy bist oder so, weil dann noch die Fuß ist nicht, dann bist du müde am Morgen, hast eine schlechte Laune. Einfach, das kann man schon machen. Ich glaube, es ist wichtig, wenn man so diskutiert, reden wir ja nicht über, wie soll ich sagen, eigentlich reden wir über Projektionen auf die Allgemeingesellschaft. Oder? Und es ist vielmal, dass so Diskussionen, die wir führen, führen eigentlich nur schon Eltern, die differenziert sind, die überlegen und so. Und es gibt ganz viele andere Situationen, es gibt ganz andere Milieu, das muss man vielleicht auch sehen. Und es gibt andere Situationen, ich habe das auch schon gehabt, Eltern, die das Gefühl haben, die müssen endlich mal ein bisschen reden mit ihren Kindern, einfach diskutieren. Oder darum gibt es immer so Tendenzen, die man wahrnimmt, ganz gesellschaftlich. Und man muss, ich glaube, da muss man weg von Normen kommen, da muss man weg von Vorstellungen kommen, sondern das sind einfach Ideen, die wichtig sind, die wir jetzt diskutieren. Der Jesper Juhl, der ja bei uns monatliche Kolumnen schreibt im Elternmagazin, er ist ja zum Beispiel ein Verfechter von der These, dass Eltern viel stärker für sich selbst, für ihre eigenen Bedürfnisse schauen. Also einem Kind nützt es nichts, wenn sich Eltern komplett für das Kind aufopfern und dabei selber noch eine quasi ermattet da niederlegen, sondern Eltern müssen selber für sich auch schauen. Gaulin merkt, das ist, habe ich das richtig wiedergegeben von Jesper Juhl. Das ist eine von diesen Kernaussagen, dass Eltern sich auch nicht per se müssen, immer den Bedürfnissen der Kinder unterordnen und sich an denen orientieren. Unbedingt. Heute stehen die Kinder viel zu fest im Zentrum und die Eltern tanzen um die Kinder herum mit, was braucht es, was wäre das Beste, was ist das Gesündeste. Und ich finde es viel sinnvoller, wenn die Eltern in der Mitte sind und die Kinder tanzen um sie herum und schauen, was machen sie, wie sie streiten, wie sie kochen, wie gehen sie miteinander um. Und das beobachte ich schon, dass die Kinder zu fest im Zentrum sind. Weil wir haben viel mehr Wissen über Kinder, über Erziehung, über alles. Aber ich möchte noch einen Aspekt reinbringen, weil die Eltern es manchmal eben nicht aushalten, dass jetzt das Kind verrückt ist auf ihn oder dass es nicht folgt. Ich habe das Gefühl, viele Eltern haben sehr ein geringes Selbstwertgefühl. Und sie brauchen ein Kind, dass das gefüllt wird. Und wenn die Kinder klein sind, dann fühlen die das ja enorm. Mama, du bist die Beste, Papa, du bist der Beste und du bist der Liebste. Oh, ich habe dich so gern und so. Und dann ist man so richtig, ja, ich bin so gut, oder? Und dann, wenn sie grösser werden, brauchen sie eben weniger. Also ich habe das selber gemerkt, ich bin nicht eine Übermutter gewesen, aber plötzlich habe ich kein Zvieriöpfel mehr schneiden, plötzlich habe ich nicht mehr mit auf den Spielplatz gehen und die haben immer alles mehr selber gemacht. Und dann habe ich auch gefunden, für was bin ich eigentlich noch da, oder? Und habe gemerkt, ich kann nicht die Kinder sind nicht verantwortlich, dass es mir gut geht. Ich muss mir die Anerkennung oder eben Dankbarkeit, wie man am Anfang sagt, an einem anderen Ort holen. Also vielleicht mehr arbeiten, mehr Sport oder irgendetwas. Und das fällt mir fest auf, dass die Eltern, also vor allem, glaube ich, das mache ich nicht gerne, aber ich glaube, es sind mehr Mütter, die wollen, dass die Kinder sie brauchen und ja, einfach wollen sich gut fühlen. Also dann ist der Satz, sind die Kinder zufrieden, sind die Eltern auch? Ist vielleicht auch nicht ganz richtig? Also nein, ich muss mir selber schauen. Ich muss mein Leben, weil unsere Kinder sind schon lange nicht mehr richtig daheim. Also, hallo, ist noch viel Kommunikation momentan, was wir erleben. Die sind sehr selbstständig. Und ich muss mein Leben haben, weil sie sind nicht mehr da. Das ist irgendwo, habe ich das mal gelesen, dass ja beim Jesper natürlich, ja, Kinder also die Eltern wollen immer, dass Kinder in der Familie mit so reinkommen. Und die Kinder wollen ja im Jugendalter, die sind auf dem Weg zum Rausgehen und so erlebe ich es, die sind nicht mehr da. Mhm. Gibt es jetzt gerade in dem Moment Fragen aus dem Publikum zu dem, was wir gerade gehört haben oder vielleicht zu einem Themenbereich, den wir jetzt noch nicht angesprochen haben? Ich habe noch ganz viele Fragen, also machen Sie sich keine Sorgen. Aber gibt es gerade eine Frage, etwas Aktuelles jetzt zu den letzten Worten von den Expertinnen und Experten auf der Bühne? Gibt es etwas, was Sie gerade möchten, jetzt loswerden oder fragen? Oder eine Bemerkung, die Sie vielleicht gerne nochmal ausdeutscht hätten. Dann mache ich weiter. Sehr eine allgemeine Frage, aber doch eine wichtige. Kann man sagen, was einer der häufigsten oder der häufigste Erziehungsfehler ist, den Eltern machen? Kann man das
Kann man das irgendwo definieren? Gibt es da wie eine Rangliste und sagt, also auf Platz 1 ist einfach der Fehler, der am häufigsten immer wieder gemacht wird und wo so einfach wäre, ihn zu vermeiden? Philipp Bramming, alle Guggenbühl, Sie haben, glaube ich, die meisten Erfahrung bei dieser Frage durch Ihre Praxis. Also ich weiß nicht, ob ich eine Rangliste aufstellen könnte. Aber ich glaube, was einfach wichtig ist, dass man für Kind da ist, wenn das Kind braucht. Oder? Und die Kinder brauchen vielmals die Eltern nicht so. Vielmals tun sie so, wie sie es ganz vergessen. Oder? Aber es gibt Momente, wo Kinder die Eltern brauchen. Und zwar emotional, als präsent, oder dass man interveniert. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das erkennt. Oder? Also, und vor allem, wenn es älter werden, ist man quasi wie in Wartestellung hindurch. Ich glaube, das Erkennen von solchen. Und wenn es Fehler gibt, gibt es vielleicht das Eltern, die das nicht gemerkt haben oder zu beschäftigt sind oder den Losdraht nicht mehr haben. Oder so ein bisschen denken, ja, das ist selbstständig. Das ist auch bei Jugendlichen so, die brauchen das. Ich glaube, das ist etwas, wo man Fehler kann. Ein anderer Fehler ist natürlich die Überbetreuung, das ist klar. Und dann gibt es noch x Fehler, die man machen kann. Auch, was man sagt, man muss Kind kommen durch einen mit auf die Welt. Und ich muss sagen, man muss vielmal, wie der Philipp das gesagt hat, loslassen. Oder? Ja. In bestimmten Alter. Und der Fehler ist, wenn man nicht loslassen kann, weil man merkt, dass die eigenen Kinder etwas machen, was einem völlig fremd ist. Oder? Eigenes Interesse hat, das muss man mehr so ein bisschen als vielleicht auch Geschenk anschauen. Sie führen einen, wenn sie älter sind, in ganz andere Wege. Und man lernt auch viel damit, aber sie sind nicht, das hat der Philipp auch gesagt, sie sind nicht Replikationen von einem selber. Das nicht loslassen können, ist, glaube ich, ein Fehler. Was ja die Natur ganz gut eingerichtet hat, ist, dass ja die Kinder nicht einfach eines Tages zack vor einem stehen und man muss sofort anfangen erziehen, sondern man wächst ja mit den Kindern und mit den Aufgaben und mit der Rolle. Und ich selber beispielsweise dürfen und müssen lernen, dass es unter Umständen sinnvoller ist, wenn es einen Konflikt gibt oder eine angespannte Situation, dass man die im Moment einfach mal so stehen lässt und das Kind dann in einer späteren Phase, in einem ruhigen Moment, nochmal zur Seite nimmt und sagt, das müssen wir nochmal schnell miteinander anschauen. Das hat mich jetzt, das habe ich nicht in Ordnung gefunden, wie du dich dort verhalten hast. Aber im Moment gerade sofort intervenieren, ist oft die schlechtere Variante. Gerade wenn beispielsweise noch Freunde, Kollegen rum sind und man vor den Kollegen, vor den Freunden vom Sohn versucht, den Sohn zu massregeln oder zu korrigieren, das kommt meistens schief raus. Das ist etwas, was ich persönlich lernen musste, also wo ich heute ganz stolz bin darauf, dass mir das recht gut gelingt, dass ich immer nicht im Moment, sondern erst danach versuche, eine Situation nochmal anzuschauen. Aber da sind wir dann wieder beim Thema, dass man mit dem Kind redet und das kommt ja nicht immer nur gut an. Aber trotzdem, Philipp Bramming, ja. Also die Frage von den Fehlern von den Eltern. Jawohl, der erste Fehler ist älter werden. Ja, weil wenn man von Fehlern redet, weil das ist eine Geschäftsgründung, oder? Es geht kein Geschäft ohne Risiko. Es gibt einfach kein Geschäft ohne Risiko. Wenn man denkt, man wird Eltern und dann ist man, also wenn man heiratet, dann ist man ewig glücklich, oder? Und dann ist das, wie du gesagt hast, nicht ganz ewig, sondern so eine Beziehungsarbeit, oder? Schweiß und so. Das ist wirklich. Warum ich das sage, ist, weil der grösste Fehler aus jetzt der ganzen Erfahrung, die ich so gemacht habe, ist, wenn die Eltern Kinder aus den Augen verlieren. Weil die Wesen, die leben im Blick von den Eltern. Das ist, wenn ein Lehrer seine Kinder nicht sieht, gell, da weißt du ganz viel darüber, wenn er seine Kinder nicht sieht und nicht spürt, dann hat er ein Chaos in der Klasse. Und die Eltern, Kinder nicht mehr im Blick haben, nicht mehr im Auge haben, wenn sie nicht strahlend im Auge der Erwachsenen, dann ist eigentlich irgendetwas, was nicht gut ist. Alles andere kann man korrigieren, irgendwie machen wir einen Fehler und dann noch einen, oder? Was auch nicht schlecht ist, dann mit späterer Psychotherapie, oder das ist dann auch gut für unseren Berufsstand und so. Nein, also wie gesagt, ich glaube, man kann nicht, ich denke wirklich, die Kinder nicht mehr sehen. Das ist eigentlich das Zentralste. Alles andere, das lässt sich korrigieren. Und ich glaube, wichtig ist es, dass man auch, wenn es noch so strubt und hergeht, dass man irgendwo immer noch den Draht, eine feine Bindung noch zum Kind hat. Oder? Also, dass das Kind immer noch spürt und weiß, bei jeder Gelegenheit, egal wie verknarrt die Situation ist, dass es immer zurückkommen kann und dass es die Liebe der Eltern, die
Aber das sind eben die schönen Worte, die ich sage. Das ist klar, das ist theoretisch ist das so. Ja. In Beziehung, immer in Beziehung sein, finde ich auch, weil das ist das Einzige, was ich noch habe, wenn die Kinder Jugendliche sind, die Beziehung. Nachher sind sie draußen, aber wenn ich weiss, ich bin in Beziehung, dann weiss ich, sie kommen, wenn es etwas Schlimmes ist oder wenn es ihnen nicht gut geht. So. Und ja, das ist so, theoretisch. Aber wie machst du das jetzt praktisch? Und das, da kommen sehr viele Eltern an Anschlag oder auch ich, mhm. immer wieder einen Anschlag haben. Oh, wie komme ich jetzt da wieder in Beziehung? Und oh, was mache ich? Und, also, da, das ist nicht so einfach, weil ich es nicht in die Wiege gelegt habe. Mhm. Das ist neuer. Ja. Ja, ich glaube, wenn sie älter werden, dann wird es sich sehr ritualisieren. Oder? Da gibt es so Rituale. Es gibt vielmal Rituale innerhalb der Familie. Sagen wir, jeden Sonntagabend könnt ihr kommen, wenn ihr wollt oder nicht. Mhm. Oder man geht in bestimmte Ferien. Oder ich weiß gerade einen Freund von mir, der mit seinem erwachsenen Kind auf Äthiopien geht, irgendwie auf Fluss fahren. Machen. Also, aber es gibt einfach andere, das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt die beste Methode ist, aber es gibt einfach bestimmte Formen oder äußere Formen, die dann möglich sind, wenn die Kinder älter sind. Ja, aber für mich ist Beziehung auch, wenn es kracht, ja, wenn es eben die Reibungen, die Gespräche ja. und nicht, es geht einfach darum, dass man einander nicht verletzt, weil wenn die Verletzung da ist, dann ist Beziehung wieder abgebrochen. Aber das also, ich merke so, ja, ich finde es manchmal auch ein bisschen lustvoll, so Streit. Also einfach, wenn es nicht verletzend ist, auch mit dem Partner oder so. Ja. Und nachher ist man plötzlich einander wieder nach. Mhm. Und darum, also so schön Sachen miteinander erleben, das finde ich das Schönste. Aber ich finde eben, Beziehungsgestaltung entsteht auch, wenn man Konflikt hat und miteinander Da ist ja Weihnachten so interessant. Es gibt ja keine Zeit, wo es mehr Familienkonflikt gibt, ist ja Weihnachten. Ja. Und das ist ja interessant, das ist ein Friedensfest, sehr streng mit Macht, und ich komme nicht, und gar nicht, und Geschenk. Und ganz am Schluss, wenn es gut geht, ist man doch noch ein bisschen friedlich vereint. Also das ist ja die Zeit, wo am meisten Familienstreit hat. Und es gibt ja auch viele Konflikte. Das gehört dazu. Entschuldigung. Es gibt ja auch viel Konfliktpotenzial, wenn zum Beispiel Partner untereinander unterschiedliche Auffassungen haben, verstreiten die heim. Also angenommen hat ein Papi, der sagt, also wir streiten nicht vor den Kindern, das machen wir nicht. Die sollen das nicht mitbekommen, Und die Mami zum Beispiel sagt, das kann auch umgekehrt sein, die sagt, nein, ich möchte lieber, dass unsere Kinder sehen, es gibt auch mal Streit, das respektvolle Streit. Nicht, dass man sich da nehmen, hin und her schmeißt, sondern man argumentiert, man hat eine andere Meinung, man darf die auch haben, man muss nicht nur scheu abnicken, was da ist. Weil das brauchen die Kinder für später auch, bei der ersten Beziehungspflege mit Freunden, Freundinnen zu sehen. Hey, es kracht mal so richtig, es tut so richtig weh, aber übermorgen ist es vielleicht wieder gut, weil man redet wieder miteinander. Aber man fügt sich irgendwie wieder zusammen und merkt, es ist gar nicht so schlimm gewesen. Und das immer wieder, was Nick, du gesagt hast, wenn die Emotionen runterkühlen, dann sieht alles ein bisschen anders aus. Und ich bin dort sehr für Transparenz, also das Kind bereits von klein auf gesehen, mal, es gibt Konflikte auf dieser Welt, aber man kommt aus dieser Nummer manchmal auch richtig gut wieder raus und gestärkt. Und dann weiss man am nächsten Mal, das ist nicht das Ende der Welt. Und ich finde, das ist etwas sehr authentisch, so Eltern können mitgeben. Nicht etwas verstecken, aber auf eine zivilisierte Art und Weise auch Konflikte austragen, mit den Kindern und eben auch miteinander. Jetzt haben Evelyn Hippel und ich Kinder, die noch nicht in der Pubertät sind. Und da sitzen drei Expertinnen und zwei Experten, die das schon hinter sich haben, die Phase. Haben Sie uns den einen oder anderen Tipp, wie man am besten umgeht mit pubertierenden Jugendlichen? Wenn es ein richtig Strub wird, man hört ja da so einiges, was da so kann auf einem zukommen. Rami. Ich erinnere mich an die Whisky-Sammlung auf dem Büchergestell, wo ich mal gesehen habe. Mit wem hast du das gesehen? Ich weiß auch nicht mehr genau. Die Konflikte lassen sich nicht vermeiden, wie du gesagt hast. Ich denke, die Konflikte müssen einfach sein. Und es ist einfach mühsam und das gehört dazu. Die Frage ist, wie geht man nachher damit um? Wie kommt man aus dem raus? Vermeiden lässt sie, oder? Lassen sie sich nicht. Es ist, wenn man Kinder mag, einfach das, was sie machen, ist völlig, also sowas vergeht nicht. Oder? Und dann einfach dort steht und sagt, nein, so nicht. Und der Konflikt wagt. Und das ist anstrengend, das ist verletzend. Es ist auch jedes Mal ein Abschied, vor allem in der Pubertät. Ist jedes Mal, wenn man merkt, dass Kinder einfach sich abwenden, das gehört zu dieser Loslösungszeit. Oder? Und dann ist die Frage, wie geht man aus dem raus? Wie kommt man? Oder wie landet man? Ich möchte das jetzt, was der Herr Rami gesagt hat, aufnehmen. Und zwar wegen dem Whisky. Oder? Oder so. Ich bin halber Schottländer und halber Schweizer. Und
ich kann sehr gerne Whisky und Schottland trinken, aber so ein Dram amix, so, das schmeckt, das ist ein ganzes Ritual. Oder ich habe eine riesige Whisky-Sammlung, ich glaube 80 verschiedene Whiskys. Und ich habe mit meinen Kindern und Jugendlichen ganz viele Auseinandersetzungen gehabt. So politische, wo meine Söhne mir erklärt haben, Nordkorea ist das beste Land, um drin zu leben. Wie in unserem Kapitalismus, das ist nur Scheiße. Und dann sagt ich, das geht um Himmels Willen. Und so, dann haben wir heftig gestritten, aber ich habe irgendwie dann ihnen gelernt, wie man Whisky richtig trinkt. Oder wie man das macht, eine Verlangsamung und so, das habe ich ihnen ganz früh gelernt, also nicht mit 12, aber ich habe es schon gelernt. Sie haben das so halbe missmutig, ja, ja, gut, der Papi hat all das gern. Jetzt haben sie alle eine eigene Wohnung, oder? Und meine Tochter, meine Söhne, und was sehe ich? In jeder von ihrer Wohnung hat es eine Whisky-Sammlung, die anfängt. Und das meine ich mit Ritual. Da habe ich das Gefühl, so ein bisschen, es gibt Auseinandersetzungen, aber gleichzeitig muss man etwas weitergeben, vielleicht von sich selber. Oder wo persönlich ist und das schätzt und übernimmt es vielleicht. Aber was glaube ich schon auch hilft, ist, wenn sich einfach Eltern bewusst sind, dass Pubertät teilweise mit den Kindern etwas macht, was sie gar nicht selber groß steuern können. Also bei der neurobiologisch weiss man jetzt sehr vieles, da die Synapsen, die sich nochmal neu verkabeln und verdrahten. Und das erklärt vielleicht das eine oder andere Verhalten schon. Also mir persönlich hilft die Erkenntnis. Ist das... Ja, ist dir das also, auch so gegangen? Ja, ich habe ein bisschen Mühe, weil mit dem Wort Pubertät, oder du hast auch schon gesagt, wenn die Kinder in der Pubertät und wir haben jetzt das alles schon durch und so, und jetzt, das ist einfach ein hormoneller Zustand von den Kindern. Die Frauen haben dann später nochmal, in den Wechseljahren auch so einen hormonellen Zustand, und ich habe extrem Mühe, wenn man so sagt, ja, weißt, sie ist halt in den Wechseljahren. Oder sie ist halt in der, ja, aber das ist so, also das ist mir so wichtig, weil da heisst es immer, ja, sie ist halt in der Pubertät und ist die auch schon in der Pubertät und oh, die, und also ich finde das einfach daneben. Weil die sind, wie sie sind, und da passiert Entwicklungen im Hirn, mit den Hormonen, alles Mögliche. Was ich einfach erlebt habe, ist, dass sie sehr empfindlich sind, aber das ist auch vom Hirn her klar definiert, dass das limbische System so hochaktiv ist und eben das System, wo ums Denken geht und die Logik und die Vernunft eher abgesetzt ist, so ist es. Und ja, für mich ist ein Teenager, der bei uns lebt, der schlechte Laune hat über Monate oder mal wieder fröhlich und dann wieder schlecht, ist auch ein Teil von unserer Familie. Er nimmt einfach teil, so wie er jetzt gerade teilnehmen kann. Und das ist das, was ich beobachte, dass halt unser Sohn, der sonst immer sehr strukturiert ist, jetzt auch total chaotisch. Und ich kann es einfach nur beobachten und denke, ui, was passiert mit meinem Kind? Aber es ist, wie es ist. Und ich finde nicht, also das, ich habe nicht Mühe gehabt mit unseren Kindern in der Pubertät. Ich habe das spannend gefunden. Ich habe mehr Mühe mit mir selber gehabt, eben das Ablösen. Das finde ich auch so, es ist so schwierig. Und das gebe ich zu, da kommt so viel Trauer. Und wenn man zu dem kann stehen und sagen, ja, ich bin so traurig, dass jetzt mein Kind auszieht oder mich nicht mehr als Erste fragt, sondern Freunde wichtiger sind. Und also das, so viel Trauer. Und das gehört auch dazu, ja. Und ich bin immer noch ein bisschen dran und zwischendurch. Bin ich wieder traurig und dann ist, aber es ist alles okay. Es gehört einfach dazu, ja. Das ist noch ganz weit weg, gell, Evelyn? So Gedanken, ein Kind, das auszieht, im Moment wird es noch auf der Schoss und wird noch jeden Tag ganz nahe sein bei dir. Ich nehme es an, alle drei Kinder bei dir, bei uns ist es zumindest so. Mhm. Und trotzdem die Frage, so ein bisschen der Gedanke, das Loslassen. Kann man sich da irgendwie darauf vorbereiten? Wie machst du das? Ja, also das erste Loslassen passiert ja schon, wenn man das Kind erstmal in die Kita gibt. Oder zum Grossmami, wenn man wieder mal in den Ausgang nach all dieser Stillerei und oder dann eben der erste Schulweg. Also, dass man das Kind da gehen lässt, auch wenn der Weg 2 Kilometer ist und über 2 Hauptstrassen führt. Und man weiss, da kommt einmal ein Lastwagen durch. Also das Loslassen passiert ja nicht plötzlich, so 18 raus. Sondern es gibt ja ständig ein Loslassen. Und darum denke ich, es ist so ein schrittweises Lernen von dem Aushalten, von dem Gefühl, dass das Kind nicht die ganze Zeit da ist. Mhm. Und vor allem, dass ich nicht ständig sehen kann, was das Kind macht auch.
was zumindest aus meiner Sicht auch gut ist, dass man nicht ständig als Eltern weiss, was die denken und machen, weil das gehört auch dazu, dass sie ihre Räume haben. Aber ich denke, eben, wenn man es so sieht, dass es schrittweise passiert, dann ist es nicht ganz so schwierig, aber absolut, es ist schwierig. Und ich finde das schön, wenn man sich zugestehen kann, dass es schwierig ist. Und nicht einfach so, ja, das ist jetzt vorgeschrieben und jetzt muss man da irgendwie durch. Und dann, das sind Gefühle. Und so darf man auch ehrlich sagen, wie das ist. Und eben, mit den Medien ist es ja dann auch so. Mit denen muss man ja Kinder dann auch irgendwann loslassen. Und da kommen dann noch mehr Gefahrenpotenziale obendrauf, so im Sinne von, ui, nein, und Kontrollverlust. Und da erlebe ich ganz viele Eltern in einer großen Hilflosigkeit. Mhm. Gibt es zum Thema Pubertät, Loslassen, gibt es da Fragen aus dem Publikum? Ich schaue mal ein bisschen auf die Uhr. Wir sind so 20 ab 9, so langsam geht es gegen den Schluss zu. Es wäre jetzt also Gelegenheit, noch Fragen zu stellen an die Expertinnen und Experten auf der Bühne. Dann würde ich vielleicht, ja, Entschuldigung. Also, wie sie das handhaben mit ihren Kindern und einfach allgemein als Tipp, also quasi mit sich selber als Familie das ein bisschen überlegen, eben sich weiterbilden wegen Medien und also ziemlich wundern, wie sie das machen, mit den Kleinsten zum Beispiel. Oder? Ja. Also es geht ja oft auch darum, man hat Kinder in unterschiedlichem Alter zum Beispiel, was macht man miteinander mit Medien, was darf der Kleine schon sehen und so Sachen. Also das ist zum Beispiel oft das Problem in einer Familie, dass Geschwister die Kinder so Abstände haben, dass man kann sagen, okay, ich kann jetzt den Disney-Film nicht für alle laufen lassen oder so. Also bei uns gibt es in so einem Fall zum Beispiel auch eine Trennung, dass die Mädchen, die vom Alter her näher beieinander sind, dass die etwas mit Medien dürfen machen, was der Kleine noch nicht darf. Also, dass sie zum Beispiel einen Film aus der Bibliothek auslehnen, dass die, oder von Netflix streamen, was auch immer, dass die das zu einem Zeitpunkt schauen, wo der Kleine gerade Mittagsschlaf macht. Oder jetzt irgendeine andere Situation, wo der Kleine sich nicht ausgeschlossen vorkommt in dem Moment. Also das ist nur ein Tipp quasi. Der darf schon Fernsehen schauen. Also der hat Bildschirmmedienkontakt gehabt, ab etwa 2 ist etwa so. Der hat da schon mitbekommen, dass da etwas läuft auf diesen Medien. Vorne hat er natürlich schon auch gesehen, dass wir Erwachsene auch Bildschirmmedien benutzen. Das hat so eine Situation gegeben, da ist etwa, was ist er, 8 Monate, da ist er auf so einer Decke gehockt. Und seine Schwestern haben mir schön immer seine Spielzeuge gebracht. Also der hat sich nicht gross müssen bewegen immer und so. Und der ist auch sehr lange nicht gelaufen. Der ist dann auch mit 11 Monaten aufgestanden und weg. Also, aber dort, weiss ich noch, es war eine Situation, in der ich eben gerade geschaut habe, so Löschschub-mässig und so, da läutet das Telefon. Und also Nick, dort wo du jetzt bist, dort wäre mein Sohn auf der Decke, ich laufe da hin zum Telefon und sehe schon aus dem Blickwinkel, wie der kleine Schlawiner sich auf den Boden schmeißt und so im Military-Style zu dem iPad robbt, wo ich dort liegen lassen kann, weil der genau gesehen, Mami macht etwas Spannendes, oder? Und ich hätte gerade so gut in der Küche können sein und mit dem scharfen Messer Rüebli schneiden, das findet er nämlich auch ganz cool. Aber Kinder machen ja das nach, was wir Erwachsene machen. Wenn sie uns sehen an diesen Geräten oder auch an einem Buch oder was auch immer, dann sehen die machen irgendetwas. Ich will auch mal schauen, was das ist. Und dann entscheidet es für sich, ist das etwas für mich oder nicht. Und Bildschirmmedien sind faszinierend, absolut. Also eben, der Kleine, der hat überhaupt nicht gewusst, was das ist. Und trotzdem hat er das spannend gefunden. Und ja, also wenn Sie fragen, eben, was für Tipps, also Regeln aufstellen, und zwar nicht nur für die 3- bis 9-Jährigen, sondern eben dann auch im Jugendalter. Das sind aber dann andere Regeln. Und vor allem Regeln, die Sinn machen. Also ich mache Ihnen ein Beispiel. Kinder an der Mikrokasse fährt da täubeln, weil es jetzt den Schokoriegel nicht überkommt. Überfordert das ältere Teil, sagen wir jetzt ein Papi, sagt, so, wenn du jetzt nicht sofort aufhörst, kann auch Mami sein, wenn du jetzt nicht sofort aufhörst täubeln, dann gibt es zu Hause kein iPad heute. Das wäre jetzt ein 4-Jähriger oder so. Das Kind in dem Moment kann den Link überhaupt machen zwischen, ich kann den Schokoriegel wählen, und ich habe so ein Gefühl in mir, so eine Wut, weil ich da nicht überkomme. Und jetzt darf ich die heike iPad schauen. Also das wäre eine unsinnige Medienstrafe quasi. Da kommen die Medien einen Stellenwert über, wo sie eigentlich nicht überkommen sollten. Hingegen, wenn sie mit ihrem 6-jährigen Filius abgemacht haben, dass der jetzt ein Tablet das Game fertig machen darf, und danach schauen wir Büchlein anschauen und gehen in einer Stunde schlafen, und der überschreitet das Limit, auch wenn der Wecker auf dem iPad läutet und so, dann merken sie, dass das nicht funktioniert, dann können sie sagen, okay, wenn du das beim nächsten Mal nicht machst, dann schauen wir mal schauen, dass wir die nächsten 2 Tage das Gerät mal auf die Seite legen. Dann ist es eine medienverbundene, sinnvolle Verknüpfung, die das Kind machen kann. Und ich stelle aber immer das Erste fest, dass oft mit Medien belohnt und bestraft wird. Und dann nehmen die Medien eben im Alltag eben oft so einen Stellenwert ein, den sie eigentlich nicht bräuchten, weil eigentlich sind sie
Tools, es sind Sachen zum Kommunizieren, zum sich unterhalten, legitimerweise auch, und eben zum sich informieren über das Weltgeschehen. Und da können die Eltern ein bisschen regulieren, auch mit Regeln generell im Erziehungsalltag, dass Medien nicht einen zu hohen Stellenwert bekommen. Aber ich könnte da noch den ganzen Abend drüber reden. Also Frau Hippeli gibt auch, glaube ich, du hältst Vorträge, gehst auch in Schulen. Also es ist vielleicht direkt connecten mit der Frau Hippeli und schauen. Ja, oder eben im Medienkids-Buch vom Beobachter stehen sonst ganz viele Tipps von Eltern, die erzählt haben, was bei ihnen gut läuft mit Medien. Und zwar Bücher, Audiomedien, Fernsehen, bis hin zum Smartphone. Und die erzählen echte Eltern aus der Schweiz, inklusive Medienpädagogen, die auch Eltern sind und sollten wissen, wie es geht, erzählen zu unserem Nähkästchen, wie das läuft bei ihnen mit den Medien. Medienkids. Gut, ich komme zur Schlussrunde. Der Abend ist ja unter dem Stichwort gestanden, wie Erziehung gelingt. Ich möchte schnell in die Runde fragen, von jedem von euch gerne einen Tipp, einen ernst oder auch weniger ernst gemeinten Tipp, wie Erziehung gelingt, vielleicht aus eigener Erfahrung oder aus Erfahrung aus der Praxis. Wie gelingt Erziehung? Caroline Merkel, auf was muss man achten als Eltern, dass es gut kommt? Ausprobieren. Schauen, ob es gut ist, wenn nicht, umkehren, wieder aufstehen, wieder ausprobieren und einen anderen Weg gehen. Wunderbar. Anne Guggenbühl? Ich finde, das Wichtigste in der Zeit, dass man an die eigenen Kinder glaubt, ein bisschen optimistisch ist. Also, auch wenn es schwierig ist, denkt, ja, du wirst es schon irgendwie schaffen, wir werden es schaffen. Ja. Und das eigentlich am Kind kommuniziert. Oder also ein bisschen ein Glauben an die Zukunft, ein bisschen ein Optimismus. Philipp Flaming? Also ich denke, die Basis ist, man muss sie einfach gerne haben. Dann kommt es gut. Das ist wirklich einfach Kinder gerne haben. Da. Das ist jetzt gemein, oder? Nein, ich würde sagen, ihr habt alles Gute schon gesagt. Nein, ich würde abschließen mit den Kindern reden, ja, aber eben auch zuhören. Mhm. Nicht nur reden. Sehr gut. Ich möchte Ihnen meine ganz persönlichen 7 Erziehungs-Notfall-Tipps mit auf den Weg geben. Ich habe die mal für mich zusammen aufgeschrieben. Ich tue Ihnen die ganz kurz vortragen. Vielleicht können Sie den einen oder anderen mitnehmen. Ich sage mir, wenn es schraubt und hergeht, ich muss nicht perfekt sein. Das Glück von unseren Kindern hängt nicht allein nur von mir. Das hilft manchmal, die Erkenntnis. Mir hilft auch die Erkenntnis, dass ich mir vor Augen halte, dass die Liebe zum Partner mindestens so wichtig ist wie die Liebe zu den eigenen Kind, weil die Liebe zum Kind ist instinktiv und die ist immer da, aber die Liebe zum Partner muss immer wieder neu erarbeitet werden. Dann versuche ich, unsere Kinder nicht zu häufig anzubrüllen, also nicht mindestens höchstens 3 Mal im Monat, weil sonst nämlich die Wirkung verpufft. Dann denke ich etwa an dänischen Familientherapeut Jesper Juhl, wir haben ja schon ein paar Mal jetzt von ihm geredet, wo einer gesagt hat, ein ganz wunderbarer Satz, auch gute Eltern, Definition ist ja noch, was ist gut, aber auch gute Eltern machen 20 Fehler am Tag, das hilft also sehr, der Satz. Dann erinnere ich mich gerne an unseren Kinderarzt hier in Zürich, der auf fast alle Fragen von uns, von meiner Frau und mir, gesagt hat, das ist völlig normal, das ist absolut im Rahmen. Zweitletzte Notfallpunkt ist, ich wiederhole manchmal mantramäßig für mich selber innere Stimme, es ist nur eine Phase, es geht vorbei. Und der letzte Punkt ist, ich halte mich als Lieblingsmotto von meiner Frau und sage, loslassen, entspannen, einverstanden sein. Das hilft also auch. Ich möchte abend beenden mit einem weiteren Zitat. Ich habe ja mit 2 angefangen, vom Herr Valentin und vom Albert Einstein. Und es ist ein Zitat auch nochmal von Jesper Juhl, wo, wie ich finde, etwas ganz Wunderbares gesagt hat. Er sagt nämlich, die Qualität von Eltern bemisst sich nicht nach den Regeln, die sie ihren Kindern vorgeben, sondern nach der Art ihrer Reaktion, wenn diese Regeln gebrochen werden. Ich glaube, das ist ein schöner Schlusssatz. Sie können übrigens die Sendung dann nochmal anschauen. Wir haben das auf Facebook jetzt übertragen, aber die Sendung wird mal auf unserer Homepage nochmal abladen. Sie können sie also jederzeit nochmal anschauen. Und ich möchte Sie auch schon auf den nächsten Tag aufmerksam machen. Am 2. September sitzen wir wieder da. Und zwar mit dem Fabian Grolimund. Dann geht es um das Stichwort, wie Schule gelingt. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei unseren 4 Gästen, bei der Evelyn Hippeli, bei der Caroline Merkel, beim Alan Guggenbühl und beim Philipp Ramming, vielen herzlichen Dank, dass Sie da gewesen sind. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Abend und eine gute Heimat.
Dem Dank möchte ich mich anschliessen. Es ist sehr, sehr interessant. Ich bin fast versucht, lieber Nick, zu sagen, lass doch die Damen und Herren ein anderes Mal wieder in der gleichen Zusammensetzung ein. Es ist äußerst interessant. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für Ihr Engagement und darf Ihnen, meine lieben Damen, ein kleines Präsent überreichen. Danke vielmals. Auch Ihnen ganz herzlichen Dank. So, und wie gesagt, wie angedroht, sind Sie jetzt eingeladen. Draußen rechts, 10 Meter, wieder rechts hinten ist das Restaurant. Sicher sind Sie jetzt durstig und haben vielleicht auch Lust, sich noch ein bisschen auszutauschen. Und ich weiss gar nicht, sind Sie auch noch einen Moment dabei? Ja. Oder? Ich muss auf den Zug. Ja, okay. Dann gut, dann können Sie die Expertinnen und Experten auch noch ein bisschen geniessen. Danke vielmals und bis im September. Merci vielmals.